Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute machen wir mal wieder ein Overwatch, aber bevor wir zum Overwatch selber kommen, möchte ich noch ein paar Sachen sagen. Und zwar der Gewinner vom letzten Monats-Giveaway vom Jänner sollte mal auf seine E-Mail antworten. Also ich habe ihm eine E-Mail geschickt. Auf die E-Mail bitte mit deiner Trade-URL antworten. Falls jemand diesen Gewinner kennt, dann sagt ihm da mal Bescheid. Weil wenn der bis, sag ich mal, Ende des Monats, also Ende Februar, da keine Antwort kommt, dann werde ich den Skin einfach neu vergeben. Und dann gab es ja letzte Nacht auch ein neues Update. Die Intel Extreme Masters 2019 finden ja bald statt. Und da gibt es ja jetzt wieder, kann man ja wieder wetten, die Sticker und so weiter und so fort. Und das ist ja ganz, sag ich mal, neu aufgebaut. Auf eine neue Art und Weise. Dazu werde ich ein extra Video machen, das wird dann die Tage noch kommen. Da werde ich noch meine Pickems und alles zeigen und das wird dann entweder, kommt das am Sonntag dann online oder ich bringe das früher dann schon irgendwann online, vielleicht morgen oder übermorgen oder je nachdem. Spätestens bis Sonntag ist das Video dann online, Jungs. Und wegen dem Update gibt es da jetzt auch ein paar Probleme im CSGO selber. Irgendwas mit dem Matchmaking, Server funktioniert nicht ganz so wie es soll. Wenn ihr Matchmaking spielt und dann habt ihr auf einmal Internetabbruch, obwohl euer Internet gar nicht abgebrochen ist und dann könnt ihr nicht mehr in das Matchmaking joinen. Das liegt daran, dass die Server einfach dann down gehen und jeder, der was gerade auf dem Matchmaking-Server gespielt hat, wird einfach disconnected und das Match wird nicht gewertet. Also habe heute schon 3 Wins, deswegen verloren. Und wenn das einen von euch passiert, dann liegt es nicht an euch, sondern einfach die Server sind gerade wieder etwas buggy seit dem Update. So Jungs, und jetzt kommen wir zum Overwatch selbst. Heute mal die Map Train. Ich glaube, Train hatte ich noch nie im Overwatch. Ist eigentlich ja auch eine Map, die ziemlich selten gespielt wird. Und mal gucken. Es steht 11-2 bereits schon für City-Seite. Der Verdächtige hat 16-3. 16 Kills sind eigentlich nicht viel, aber... Aber die KD ist halt beeindruckend. 31. Headshot-Quote 113 Damage per Round ist jetzt auch nichts Überragendes. Ich meine, ist nicht schlecht, aber jetzt auch nicht allzu krasses. Und von dem, wie der jetzt mal abaimt, würde ich jetzt mal behaupten, der ist legit. Ja, den hat er eindeutig gesehen. Aber das werden wir jetzt noch im Laufe der Runde erfahren. Vielleicht fängt er ja noch an, sich zu drehen. Man sollte da ja niemals ein Urteil abgeben, bevor man nicht das ganze Game gesehen hat. Sag ich mal. Also die ganze Demo halt. Okay. Was haben wir denn das? Was sind eigentlich die Stats von den anderen? Also von seinen Mates. Wir haben hier 14-4, ist eigentlich auch relativ gut von der KD hier. Ja. Der ist jetzt verreckt. Warte mal. LOL ist... Achso, nee. Okay, ich hatte gerade voll... Ich bin gerade voll angestanden, weil ich mir dachte, was? Die Terroristen führen 12-3. Dabei war jetzt gerade Seitenwechsel. Voll gefailt. Okay. Das war etwas... Komisch mal der eine Kill, aber bis jetzt war sonst noch nicht so. Letzter Kill. Okay. Ja, also den einen Glock-Kill könnte aber auch ein Demo-Bug gewesen sein, dass das auf einmal gerade so hinübergeflickt ist. Wer mit ihm geht jetzt? Huskies 1. Husky hat 14-6. Ja, die faken dann in Bigo. Hier geht dabei A. Aber ist ja, sag ich mal, wenn man halt gerade hart kassiert und die Runde verliert und dann hat man da halt noch einen Gegner mit 20-5. Da werden halt schon manche Leute mal
toxic und fangen an einfach random zu reporten. Uiuiui, Mix 7. Aber das mache ich auch halt hin und wieder. Wenn da irgendwie halt einer verdächtig ist, dann reporte ich den einfach. Einfach mal so aus Prinzip. Weil man weiß ja nicht wirklich immer zu 100% Bescheid, ob das wirklich anhat oder nicht. Und ich sag mal, wenn der halt, wenn ich den halt reporte, dann passiert er meistens nichts, aber wenn der halt schon mehrere Reports bekommen hat, dann kommt er ja ins Overwatch und dort wird halt dann entschieden, ob der cheatet oder nicht. Und man kann ja da sicherheitshalber mal jemanden, sag ich mal, reporten, nur sollte es halt auch nicht übertreiben, nur weil halt jemand wirklich besser ist, als dann ist es halt auch nicht gerade notwendig, den zu reporten. Aber der Boy ist ganz clean. Und irgendwas wollte ich, glaube ich, noch ansprechen. Aber ich weiß jetzt nicht mehr was. Ich meine, das mit der Intel Extreme Master, wegen dem Video, das habe ich ja erwähnt, die nächsten paar Tage kommen. Das mit dem Matchmaking Bug seit dem Update jetzt, das ist halt sehr bisschen nervig. Da habe ich heute auch. Es war so low einfach. Ich bin ja. Ah ja, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen will. Warum mir momentan wieder eher weniger Videos kommen auf meinen Kanal, ist deshalb, weil ich ziemlich hart am Tryharden bin, Global zu kommen. Ich meine, jetzt bin ich ja wieder Supreme. Und mir fehlt halt jetzt ein Rank auf Global. Ich habe einfach eigentlich die Schnauze voll jetzt vom Matchmaking so selber. Und möchte halt Face It spielen, nur würde ich halt davor gerne noch einmal Global hitten und dass ich das einfach mal erledigt habe, ne? Also hier sind einfach mal unzureichende Beweise. Meiner Meinung nach ist der Clean, der eine Kill mit der Glock in der Pistolrunde der zweiten Halbzeit war halt ein bisschen komisch, aber das kennt ihr ja aus dem Demo-Bug gewesen dann. Oder vielleicht hat er da einfach gerade einen krassen Fokus gehabt und hat ihn da einfach so rüber geflickt mit der Glock und ihn halt in den Heller gedrückt, aber ist meiner Meinung nach jetzt kein Cheater. Und ja, wie gesagt, ich bin da momentan ziemlich viel am Tryharden in CSGO und versuche halt jetzt Global zu kommen, dass ich halt das auch mal erledigt habe. Und nebenbei habe ich dann noch ein anderes Game, das ist Subnautic. Das hat übelst Suchtpotenzial. Also wer halt so Aufbauspiele und oder sowas gerne spielt, dem kann ich das halt auch nur empfehlen. Mal das mache ich dann immer noch so eine Abstimmung in der Infocard, das lasse ich halt jetzt aus, weil ich glaube, das war ja eh zweifellos erkennbar, dass der legit war. Und dann sage ich, ne, dann war es das eigentlich auch schon wieder für heute. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, hilft mir auch viel weiter und wäre auch ein riesen Support für mich. Wie gesagt, dann jetzt in die nächsten Tage, vielleicht auch schon morgen oder bis spätestens Sonntag kommt dann das Video zu der Intel Extreme Master, beziehungsweise meine Pickem Predictions werde ich ihr dann zeigen. Und ein bisschen auch erklären, wie, was, wann mit der Medaille, falls da sich jemand nicht auskennt. Und ansonsten sage ich dann auch immer noch ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.